Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und auch heute an meiner Seite der gute alte Tomate. Hallo Tom. Jo, hallo Arti, hallo junges Gemüse. Was schauen wir heute? Von Panorama, warum junge Männer ja rechts wählen anscheinend und Frauen links oder so ähnlich. Genau, darum geht's grob. Das ist ein Beitrag vom Panorama aus dem ersten. Geht nur 8 Minuten. Ich denke, es ist perfektes Futter für uns, uns das mal zu geben. Kurz zur Einordnung, von wann ist das? Von 16. Mai. Also, Also ja, vor um den die Zeit der Wahlen. Europa, warum? Genau. Okay. Viel Los Spaß. geht's. Junge Männer driften nach rechts, junge Frauen nach links. Die Nachricht überrascht auf diesem Campus in München nur wenige. Sagen wir mal, aus meinem näheren Umfeld könnte ich das auch bestätigen, dass es vielleicht eher die Männer sind, wo eins, zwei mehr in die Mitte oder nach rechts schwanken und die Frauen alle doch sehr, sehr links sind. Ich komme aus einem Dorf in Bayern und da würde ich eindeutig zustimmen, dass es deutlich mehr, vor allen Dingen Männer gibt, die rechts tendiert sind. Diesen Trend habe ich auch beobachtet, auch in München hier. Den Trend. Ist immer wieder lustig, wie keiner selber der Trend sein möchte. Also da ist nie einer vor der Kamera, der sagt, ja, ich bin so einer, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei man dazu sagen muss, stell dir mal vor, du wirst da interviewt als AfD-Wähler. Also würdest du ja wahrscheinlich schon instinktiv sagen, ja, nee, ich möchte nicht mit ihnen reden oder so, oder? Aber wie Oh, ging es dir? ja, also die Fragestellung so nach Mitte und rechts gerückt. Wenn du sagst so, Ja. ja, ich bin eher so in die Mitte gerückt, was wollen Sie denn? So, da kann man dir nicht mal in dieser jetzigen Umgebung irgendwie einen Strick draus drehen, weißt Ja. Ja, es ist natürlich mal wieder sehr. Es ist, wie soll ich sagen, es liegt so dieser Nimbus des Bösen über der AfD hier schon. Ja, man redet über die, nicht mit denen. Es ist ja noch Also. nicht mal der Name gefallen, ne? Interessanterweise. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es kommen wenigstens noch ein paar, also dass noch mit Leuten gesprochen wird, die eben AfD gehen, also mit Rechten gesprochen wird, nicht nur über die. Mal Und sehen. was hältst du von der These, dass Frauen tendenziell links wählen? Die halte ich für absolut richtig. Also ich denke, das hat sich auch in den Wahlergebnissen gezeigt. Ich habe jetzt hier keine Statistik vor mir, aber ich war der Meinung, das ist tatsächlich so. Also gerade bei jungen Leuten, denke ich, ist ja die mangels Lebenserfahrung vielleicht auch, ist noch die Spaltung größer. Also ich bin der Meinung, dass auch viele Frauen, wenn sie älter werden und vielleicht eine Familie gründen und so, eher zum rechten Konservativen noch tendieren, aber dass sie halt weit linker starten und halt. Also diese Punkte, die in der Schule oder schon im Fernsehen beigebracht werden, wie Gender Pay Gap, Feminismus und Migration und so, dass die das halt alles übernehmen. Und man muss ja dazu sagen, Frauen sind nun mal auch sozial angepasster als Männer und folgen eher so der, ja, ich will jetzt sagen, grob der herrschenden Meinung. Und die ist nun mal offensichtlich links bei uns. Genau, also ich würde halt auch denken, dass Frauen eher seltener tiefgreifend links sind. Also so wirklich aus Überzeugung mit, ich kann das begründen, warum ich das so und so sehe, sondern dieses, es ist gerade gesellschaftlich en vogue, so zu sein, also gebe ich mich halt auch so. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich tief reinzulesen, warum links, was ist rechts und so weiter. Das machen ja die wenigsten und bei den Frauen, ganz ehrlich, noch weniger. Tut mir Ja, leid, muss das so ich auch zu so sagen. sagen. Nee, muss ich auch so sagen. Auch aus meinem privaten Kreis an Frauen, die ich so kenne. Also selbst die, die von sich irgendwo sagen, ja, ich habe ja eine Meinung oder bin politisch interessiert. Und dann frage ich die mal so, jetzt gar nicht so, also ich mache das jetzt nicht wie so ein hartes Quiz oder so. Also so soll es jetzt nicht rüberkommen. Ich frage mal so, vielleicht nebenbei hier, was hältst du von Friedrich Merz oder so? Tu mal versuchen, irgendwie auszuloten, einen Namen zu nennen von einem Politiker, der bekannt ist. Ich meine, es ist der CDU-Spitzenkandidat und gucken, ob sie den kennt. Und bei all diesen Frauen, die ich halt jetzt in meinem Freundeskreis habe, die wissen nicht mal, wer Friedrich Merz ist, weißt du? Alter, okay, das ist krass. Ich dachte, jetzt kommst du hier mit irgendjemanden um die Ecke, was weiß ich, mit Engels oder sowas, keine Ahnung, oder so. Nee, aber auch na, also Das zumindest ist ja so. wirklich Level Null Politik, dass man den Namen mal schon gehört hat. Also Naja, ich sag mal heftig. so, also zumindest die Frauen, von denen ich jetzt spreche, die sind halt weniger so also in diesem tagespolitischen Game, dass die jetzt eine Zeitung lesen und da die Namen dadurch mitkriegen, sondern eher so allgemeinpolitisch, weißt du? Die sind jetzt weniger auf Parteienpolitik fokussiert. Als zum Beispiel jetzt so zweite Reihe Politiker wie Sauser und Schäpli oder so, das würde denen auch gar nichts sagen. Aber auch das Allgemeinpolitische ist dann auch wahrscheinlich eher sehr seicht.
Ja, genau. Oder? Aber die könnte halt jetzt nicht erzählen, warum die Mehrwerttheorie Sinn ergibt oder so. Nee, das meine ich. Das ist halt so dieses Fernsehseicht, sag ich mal. Also du hast es irgendwo super in einer Fernsehsendung so mitbekommen, das ist gut und richtig so, wie es hier läuft in der BRD, so links. Und das unterstütze ich. Ja, auch die dürfen wählen oder so ähnlich. Ja, das ist immer ein bisschen bedauerlich, muss man fast sagen, wenn man mit jemandem spricht, also unabhängig jetzt, ob jetzt Mann oder Frau, der halt so gar keine Ahnung hat von tagespolitischen Themen. Und naja, klar, dem seine Stimme ist letztlich genauso viel wert wie von jemandem, der sich da sehr gut mit beschäftigt. So ist es nun mal. Aber wir kriegen jetzt hier das Kontrastprogramm an der Uni. Jetzt wird uns die Theorie um die Ohren gehauen. Pass auf. Ja, genau, wie schon mal. Das gibt es tatsächlich, aber erst seit kurzem, sagt der Soziologe Ansgar Hudde, der das Wahlverhalten von Männern und Frauen in der Bundesrepublik seit den 50er Jahren untersucht hat. Seit 2017 sehen wir, dass Frauen im Schnitt linkere Parteien wählen als Männer, und 2021 hat sich das nochmal verschärft. Vor allem bei den Jungen, in der jüngsten Gruppe sehen wir, dass Frauen deutlich häufiger die Grünen wählen, aber auch häufiger die SPD und die Linke. Bei der Union ist es halbwegs ausgeglichen. Männer wählen deutlich häufiger die AfD und die FDP, und dadurch entsteht dieser Gap, dieser Unterschied. Das zeigt auch ein Blick auf die... Okay, ich gebe zu, ich hätte das jetzt nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, das ist schon seit, keine Ahnung, den 80er Jahren so, dass du so eine Diskrepanz letzten Endes ausmachen kannst. Aber anscheinend hätte ich auch gedacht, war das irgendwie wahrscheinlich relativ wenig vorhanden. Wahrscheinlich gab es das ein Stück weit schon immer, würde ich schätzen, dass Männer konservativer gewählt haben. Aber ich denke mal, die letzten Jahre, gerade mit dem Aufkommen der AfD, hat sich es halt verstärkt, diese Diskrepanz. Und da komme ich wieder zurück auf dieses sozial angepasste Ding. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, AfD zu wählen und dazu auch noch zu stehen, das erfordert schon ein Stück weit auch Mut. Ganz ehrlich. Ich meine, tu mal als, vielleicht jüngerer Mensch, als politischer Neuling, sag ich mal, in deinem Freundeskreis zu sagen, ja, hier, ich wähle AfD. Ich meine, ich habe das selber schon hinter mir durch. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Du bist dann erstmal bei einigen unten durch. Ich habe, wo ich das so publik gemacht habe, Mitte 20, da habe ich echt viele Freunde verloren, so aus meinen Studienzeiten dadurch. Aber ich bin da halt dabei geblieben, ich war da standhaft, aber ich muss halt ehrlicherweise sagen, das ist gar nicht böse gemeint, ich weiß nicht, ob ich das so in dem Maß auch Frauen zutrauen würde. Also durchschnittlich weniger. Du weißt ja, wie es ist, wir sprechen ja not all, nicht für alle Frauen, aber ich denke, und auch da muss man immer wieder schauen, wo zu dem Zeitpunkt stand die AfD. Weißt du, so eine Randpartei, in Anführungsstrichen, mit 10%, zu der zu stehen, wenn die im medialen Dauerfeuer ist, das ist anstrengend. Aber wenn du so eine Partei hast, die über 30% hat, sagst du das natürlich schon eher frei raus, dass du die auch wählst. Ist klar. Also ja, das stimmt. Das stimmt. Prozentmomentum irgendwo. Genau, vor ein paar Jahren, wo ich das halt so meinen Freunden mitgeteilt habe, da war halt die AfD eben, wie du sagst, so bei den um die 10%, da hat man sich gefreut, wenn es mal, ich glaube 12% hatte die AfD bekommen, 2019 oder so zur Bundestagswahl. Ah, ich hau die Zahlen immer durcheinander. Aus 17 war es, glaube ich. Egal. Ja. Gut, wir schauen mal weiter. Ergebnisse der letzten Landtagswahlen in Hessen. Junge Männer wählen vor allem CDU und AfD, im Gegensatz zu jungen Frauen. Die AfD schneidet bei ihnen viel schlechter ab. Am stärksten hier die Grünen. Ja, geile Statistik, muss ich sagen. Also basiert. Sehr basiert. Ja, das finde ich hochinteressant, diese Statistik. Ja, tatsächlich, AfD bei den Männern die beliebteste Partei. Also zumindest bei den jungen Männern, 18 bis 24 Jahre. Wir hatten das schon oft, das Thema, warum auch junge Männer oder junge Menschen verstärkt AfD wählen. Ich bin der festen Überzeugung, es liegt halt daran, ich kann es nur nochmal wiederholen, weil die jungen Leute den Problem mit der Migration mehr ausgesetzt sind als ältere Leute. Weil die können sich nicht zurückziehen in ihr privates Biedermeierleben und in ihren Job und in ihr Einfamilienhaus, was sie sich aufgebaut haben, sondern die gehen halt zur Schule und in Diskos und so. Und gerade in den jungen Jahrgängen sind halt Migranten stärker vertreten, weil wir wissen, dass das ist altersmäßig ungleich verteilt. Also bei den unter 6-Jährigen in Berlin, zum Beispiel, da hast du zahlreiche Kindergärten, da sind Deutsche schon in der Minderheit. Und so führt sich das fort über die Altersgruppe. Ich bin jetzt nicht so ganz toll bewandert in Geografie Deutschland, aber ich hätte jetzt so gedacht, dass das Hessen immer schon ein sehr CDU-lastiges Land war. Vielleicht kannst du das nochmal
überprüfen im Hintergrund. Ja. Ich meine, es stimmt mich halt froh, dass jetzt viele anscheinend CDU trotzdem wählen. Und wenn die dann wieder merken, dass die CDU Scheiße baut, dann würde ich sagen, na, dann gehen auch die noch zur AfD. Also das ist ja perfekt. Und auf den grünen Frauenbalken da würde ich auch gar nichts setzen, ehrlich gesagt. Also einfach, weil die Grünen jetzt mit ihrer Bundespolitik es anscheinend so geschafft haben, alle zu verprellen und zu verschrecken. Also dass dieser Balken halt sich auf die ganzen anderen Parteien hier demnächst aufteilen wird. Kurz erstmal zu Hessen noch eine Sache. Oh, also Gott, oh seit, Gott. Ja, nee, ich habe nur kurz gegoogelt. Also du hast recht, seit 99 ist Hessen in CDU-Hand. Nee, absolut richtig, alles richtig. Genau, die AfD jetzt auf dem zweiten Platz mit 18,4% immerhin, 2023. Ich wollte nur mal kurz hier eingehen auf diesen grünen Balken. Das ist ja wirklich extrem. Also du hast diesen Balken grüne Frauen und der ist genauso groß wie Männer AfD. Das finde ich übelst spannend. Und meiner Meinung nach ist das echt schon allein erklärbar, naja, durch die Standpunkte der Grünen, aber auch, ich finde, das sieht man auch schon in der ihrer Wahlwerbung, in der ihren, was die so rausgeben, weißt du, die Videos und die Blätter. Das ist immer so eine Ansprache, die ist halt einfach offensichtlich an Frauen gerichtet, weißt du, da geht's. Wirkt wie so eine Frauenzeitschrift alles. Ja, genau, das ist so wohlfühlig und wir haben uns alle lieb und. Die Landlust, ja. Ja, genau, ein bisschen weniger, es geht ein bisschen weniger um harte Fakten, also wenn mal ein Fakt kommt, ja, dann geht's um CO2 oder so und. Naja, wie viel wir davon halten können, ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Also das ich finde, die Ansprache ist halt extrem anders. Männer sind halt eher zahlenorientiert, faktenorientiert. Und ich finde, das sieht man halt in dem Unterschied AfD-Grüne ganz extrem. Grüne ist für mich sehr wohlfühlig und AfD halt sehr statistisch orientiert, zahlenmäßig. Aber liebe grüne Frauen, ihr müsst immer bedenken, die Partei, die ihr da gewählt habt, die möchte euch am liebsten abschaffen. Ja? Wie meinst du das? Ja, mit den ganzen Gender-Gedöns. So, dass der Mann, wenn er sich so fühlt, in die Umkleide, in den sicheren Frauenschutzraum darf. Viel Spaß damit. Ja. Während halt so der klassische AfD-Tick ist, Frauen sind Frauen. Ich meine, wir haben es ja jetzt ab November, wenn es nach Grün geht, kann halt jeder sich zur Frau erklären. Dann gibt es auch keine Frauenquoten mehr. Ich glaube, das Einzige, was dann im Weg steht, sind die, keine Ahnung, 50, 60, 70 Euro Kosten für einen neuen Perserausweis. Ja, ich habe mich tatsächlich schon mal informiert, das wäre hier in Dresden, ich spiele ja wirklich ein bisschen mit dem Gedanken, fast das zu machen. Du musst halt tatsächlich deinen Namen noch ändern auch. Also du musst einen Namen wählen, der dann deinem neuen Geschlecht entspricht. Ja. Ja gut, aber das ist ja nur wirklich nicht das, also aus Stefan mit Stefanie. Meine Güte. Naja, das Ding ist halt, dass das auf all deinen Ausweisen dann anders ist. Es ist halt so ein bisschen auch ein organisatorisches Hickhack, dich dann überall umzumelden. Aber sich einfach aus Gag, ich würde es vielleicht machen. Also ich bin nur am Überlegen. Ich schaue mir das mal an. Nicht, dass du dann ja noch im Fernsehen landest damit. Ja, das ist das Ziel. Wir brauchen hier eine größere Bühne mit der Gemüsepfanne. Ja, ja gut, wir schauen mal weiter. Dass Frauen eher links und Männer eher rechts wählen, war nicht immer so. In den 50er und 60er Jahren zum Beispiel machten Frauen ihr Kreuz eher bei der christlich-konservativen CDU. Männer wählten eher Arbeiterparteien wie die SPD. Ich bin überrascht, dass sie das jetzt angeführt haben, ganz ehrlich. Also ich denke, wir beide wussten das. Aber interessanterweise wird das hier aufgeführt. Ich bin gespannt, wie sie das wegerklären. Ey, ich wusste das tatsächlich nicht, Adi. Ich bin gerade extrem überrascht. Ich dachte schon immer, Frauen hätten mehr zur SPD tendiert. Also zu sozialeren Parteien. Nee, tatsächlich nicht. Spannend, okay. Also auch zum Beispiel unter dem bösen Hitler war das so, dass die Frauen den, so habe ich das verstanden, mehrteilig gewählt haben. Ja, also und noch deswegen, mehr als Männer. Ja, und in der Partei steckte ja auch Sozialismus, Nationalsozialismus. Deswegen hätte ich halt ausgehend davon auch gedacht, dass Frauen eben sich grundsätzlich mehr von sozialeren Themen angesprochen fühlen. Weißt du, deswegen hätte ich das auch auf die SPD jetzt übertragen. Ich glaube, das mit dem Sozialismus in Nationalsozialismus ist nicht so rübergekommen damals. Das ist ja, das ist natürlich ein ewiger Streitpunkt, lass uns das fast gar nicht aufmachen. Nee, Leute nicht. NSDAP eine linke oder rechte Partei, es ist für uns irrelevant.
Also brauchen wir gar nicht. Der Goebbels hat mal XY gesagt, ja. Ja, ja, es ist irrelevant, brauchen wir gar nicht groß zu diskutieren. Sind uns einig, sehr gut. Was hat sich geändert? Eine Berufsschule in Buxtehude. Lehrgang Kfz-Mechatronik. Auf 47 Männer kommen hier 4 Frauen. Die jungen Männer berichten von unterschiedlichen Lebensrealitäten. Umwelt- und Klimaschutz hätten mehr Priorität für Frauen. Der Grund? Dass heutzutage die meisten Frauen halt auch ins Studium gehen. Meistens sind die Studiums dann in Städten. Da das für uns halt jetzt immer teurer wird mit den Autos her, was die in den Städten quasi nicht haben, weil die Öffis da viel besser funktionieren, denke ich mal auch, dass die ja zu den Parteien eher eine Verbindung haben, die mehr in die Umweltrichtung investieren. Das sind alles Themen, die weiter in der politischen linken Hälfte zu finden sind, als beispielsweise so, für mich, da ist eher so wirtschaftlicher Aspekt, okay, wie ist das halt mit dem Sprit, wie ist das beispielsweise mit den Steuern, das sind eher Dinge, die sich eher politisch in der Mitte oder eher rechts zu finden lassen. Und ich glaube, daher kommt auch so eine leichte Polarisierung von, okay, womit befasst, muss sich eine Frau befassen in dem Privatleben politisch und womit muss ich mich eben befassen? Ich fand das jetzt extrem spannend, den Punkt, den der Erste hier aufgemacht hat, wo es ging um das Thema Stadt-Land. Also, weil wir sehen das ja immer wieder, Grüne richten sich auch, obwohl man denken würde, ja, Grüne, das hat ja was mit Landbevölkerung zu tun, aber ganz im Gegenteil, also die Grünen werden vor allem da gewählt in der Stadt, also so in bestimmten Stadtklientels halt. Also ich sag mal, naja, unter der Stadtbourgeoisie könnte man vielleicht bildungsbürgerlich sagen, also unter du weißt, was ich meine, so ein bestimmtes Klientel, was halt an der Uni hockt und Genderwissenschaften studiert oder irgendwas anderes, Soziologie, Pädagogik, irgend sowas in der Art und halt abends auf irgendeine Party geht, in eine Disco. Ja, solche Leute wären halt grün. Der Hafermilch schlürfende, Latte Macchiato süffelnde Hipster, ja. Genau, genau. Man geht schön in Bioladen und ist am besten noch vielleicht vegan oder vegetarisch interessiert. Das sind halt alles eher Sachen, die in der Stadt verbreitet sind, ja. Und also Frauen sind dort öfter mittlerweile. Ich fand es jetzt auch sehr interessant, was die beiden gesagt haben und dass die Reportage oder Doku hier nicht reingequatscht hat oder hinterher irgend so eine Erzählerstimme kam. Also, das ist top. Was ist denn hier los? Gerne mehr. Auch beim Dating haben einige diese polarisiert. Also, Entschuldigung, gerne mehr. Ich meinte gerne mehr davon. Das davon hat jetzt noch gefehlt, ja. Gibt. Da habe ich eine Dame kennengelernt, die hat nur auf meinem Social Media Account gesehen, dass ich da AfD folge und dafür war schon ein Ausschlusskriterium für sie. Wenn man damit Frauen einfach im Allgemeinen redet, kann das mal ganz schnell in die Richtung gehen, dass man halt mundtot in seiner Meinung gemacht wird, einfach weil es halt denen nicht passt. Also ich glaube, diese Berufsschule hier in Buxtehude scheint sehr stabil zu sein. Also diese Klasse. Ja, mega geil. Mega geil. Weil wenn ja, das nicht so wäre, hätte er das jetzt nicht so vor laufender Schülerschaft sozusagen gesagt. Ja. Ja, tatsächlich, es ist tatsächlich so, du hast das bestimmt selber schon erlebt, also gerade wenn man auf vielleicht so einer Dating-Plattform unterwegs ist, da gibt es übelst viele Mädels, die da hinschreiben, sowas wie No Cops, No Nazis oder so. Keine AfD-Wähler und pipapo. Klar, du bist bei einigen Frauen sofort unten durch, logisch. Ja, ich würde sagen, wir machen das Dating-Fass jetzt mal nicht auf. Liebe Zuhörer, wir haben da einen sehr schönen Mehrteiler zu gemacht. Den würde ich auch in die Videobeschreibung packen. Ja, ja. Mach mir gerade mal eine Notiz auf den ernsthaften Zettel. Dass du das in die Beschreibung packst. Okay. Sehr gut. Denn da grasen wir das Thema No Cops, No Nazis im Profil und so weiteres sehr gut ab. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. War eine lustige Folge, schaut euch das gerne an. Schüler David Becker findet einzelne Positionen der AfD interessant, sieht sich selbst politisch aber in der Mitte. Er sagt, Parteien tun generell zu wenig für die Belange junger Männer. Ich finde mittlerweile, viele Parteien sprechen generell Minderheiten an, im Sinne von Frauen, die ist ja keine Minderheit, aber sprechen häufig Frauen an. Darauf wird sehr, sehr viel Wert gelegt und nicht mehr wirklich darauf auf. Da war jetzt ein Schnitt, ne? Hast du das gemerkt? Er hätte jetzt, ja, also ich wette, er hat jetzt die ganzen weiteren Minderheiten aufgezählt. Mhm. Aber da das für die Reportage nicht reinpasst, so eine differenzierte Meinung, cut. Ja, interessant. Hatte er eine vor uns gerade eben noch gesagt, er ist AfD-Wähler oder AfD-mäßig interessiert? Wie nee, war das nochmal? Er folgt irgendwelchen AfD-Accounts, hat er gesagt. Ach so, okay. So, ja, bezeichnet. Er ist jetzt aber auch nicht rechts oder AfD-Wähler, er ist nur, wie hat er, so mittig interessiert und vielleicht ein Stück weit nach rechts. Also er kann Positionen der AfD nachvollziehen. Kann natürlich sein, dass er die wählt und nicht gleich all-in gehen wollte. Das weiß man jetzt nicht. Ja, vielleicht, okay. Also ich bin fast ein bisschen enttäuscht, nachdem wir den so gelobt haben, aber ja, ist immerhin gut, dass er hier trotzdem so grob fürs rechte Lager hier parade steht in dieser Doku.
die ganze Bevölkerung, zum Beispiel junge Männer. Junge heranwachsende Männer, auf die Ängste anzugehen, auf die Sorgen. Es sind auch viele erzogen worden mit dem alten Gedankengut. Der Mann verdient das Geld, der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Kinder. Und dieses Familienbild wird gefährdet dadurch, dass die Frau selber arbeitet, selber Geld verdient. Die Frau ist deutlich weniger abhängig von dem Mann dadurch. Somit kann die Ängste einiger verstehen, aber unterstützt natürlich gar nicht. Aha, also seine These ist jetzt, dass deswegen Männer rechts wählen, weil sie Angst davor haben, dass Frauen selbstständiger werden. Halte ich für ein bisschen weit hergeholt. Westdeutsche Denke auch irgendwo, ne? Also das ist ja wirklich so eine westdeutsche Realität bis 5 vor 12 gewesen, dass die Frau halt zu Hause ist und der Mann arbeitet. Aber aus unserer Lebensrealität war das ja noch nie so. Ja, klar. Also schon in der DDR, da gab es halt Kindertagesstätten schon. Und da war das ganz normal, dass die Mütter dann ab einem bestimmten Alter der Kinder dann auch wieder arbeiten gegangen sind. Das war völlig normal, ja, das stimmt. Das ist im Westen anders. Gut oder schlecht ist, das will ich jetzt gar nicht mal beurteilen. Aber es ist einfach so, das ist ja ihre Lebensrealität. Und klar, das geben die Generationen an die nächste weiter, natürlich. Ja, ja, aber meinst du, dass das wirklich für die Männer ein Grund ist, jetzt zum Beispiel die AfD zu wählen, dass sie Angst davor haben, dass ihre Frauen selbstständiger werden oder also Beruf ergreifen? Also nicht diesem traditionellen Rollenmuster folgen? Also wenn, denkst dann ist das so Platz 11 von 10. Ja, würde ich auch meinen. Also na, das finde ich ist ein bisschen komischer Interpretationsansatz. Aber gut, jedem sein. Ich meine, wir sind auch nur irgendwelche Normalos, die hier vor dem Mikrofon sitzen und keine Politikexperten. Ja. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich tatsächlich etwas verschoben zwischen jungen Männern und Frauen. Mädchen machen seit den 80er Jahren öfter als Jungs das Abitur. Seit 2021 studieren erstmals mehr weibliche als männliche Studierende an deutschen Hochschulen. Studierende, aha. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, ganz wichtiger Erklärungsansatz hier, finde ich. Das ist das, was ich vor uns angesprochen habe mit dieser Bildungsbürger-Bourgeoisie in der Stadt, weißt du? Also Studenten sind halt häufiger Grünwähler und gerade Studenten in bestimmten Fächern, und das sind nun mal Fächer, die von Frauen vermehrt studiert werden. Also, wie ich vorhin schon angesprochen habe, Soziologie, Pädagogik, Sozialarbeit, hast du nicht gesehen. Na, mich würde es tatsächlich jetzt mal so interessieren, wie ist denn das mit der Studiengangzunahme? Sind das eher diese Soziologie-Laberfächer, die mit, was weiß ich, irgendeinem Unterfach oder Unterstudiengang, den man eigentlich hätte in Soziologie packen können, aber der jetzt ganz wichtig ist, dass es einen eigenen Studiengang bedarf. Also hat das mehr zugenommen oder haben eher so die technischen Richtungen, was weiß ich, AI-Forschung, Kybernetik, Robotik oder so, hat das mehr zugenommen? Ich denke, du kannst dir die Antwort denken. Ja. Und das, denke ich, führt dann mit dem, das Abitur kriegt heutzutage mittlerweile jeder, gefühlt, selbst ich, dazu, dass dann halt irgend so eine Luisa sagt, jetzt habe ich mein Abi, also studiere ich natürlich. Technische Mechanik klingt nicht so cool, aber hier soziale Arbeit, auf geht's. Klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das würde ich eher als Erklärung ranziehen, warum mehr Frauen jetzt an der Uni sind. Weil die irgendwie in den letzten 30 Jahren super, super intelligenter geworden sind als Männer, sondern weil es halt so, soziale Studienfächer mehr gibt einfach. So Labergedöns. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade hier, das ist ja übelst spannend. Ich schicke dir das mal von BPB, also Bundeszentrale Politische Bildung, den Link, den kannst du dann auch bitte in die Beschreibung packen. Wir haben hier eine sehr schöne Statistik, da geht es um den Anteil der Abiturienten unter Jungen und Mädchen im bestimmten Jahrgängen. Also jetzt Leute, die 1950 geboren sind, da war der Anteil an Abiturienten unter 5%. Muss man sich mal vorstellen. Dann 1970 immer noch nur 10%, richtig wild. In 80ern 15% und jetzt heute sind wir bei einer Abiturientenquote 2018 35%. Ist das jetzt, ich nehme an, das ist jetzt Westdeutschland, oder? Nehme ich jetzt mal so. Oder ist das gemittelt irgendwie? Keine Ahnung. Ich denke mal, das ist für ab 1990 für ganz Deutschland, würde ich jetzt davon ausgehen. Ich schicke dir auf jeden Fall die Statistik. Dann können sich das auch die Zuschauer gern genauer anschauen. Ich habe das jetzt hier einfach mal gegoogelt. Auf jeden Fall kann man sagen, der Anteil ist extrem gestiegen. Naja, von knapp 5 auf fast
naja, was ist hier 35, also eine Versiebenfachung. Ja. In 70 Jahren, das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Und hier interessant, hier ist das nämlich auch männlich-weiblich ausgewiesen, das ist auch ganz spannend. Bei Frauen ist es grob 38% aller Frauen machen Abi, bei Männern nur 28%. Also du hast da schon einen deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also die Kurve, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, das wird auch immer größer hier. In dieser Kurve, der Brain Gap. Ja, der Brain Gap, ja, kannst du sagen. Oder halt, weil das Abitur vielleicht immer mehr auf Auswendiglernen basiert. Auf jeden Man Fall. Weiß es ja. Nicht. Ja, es hat mit vielen Faktoren zu tun. Naja, aber dass das sich das so auffächert, ist hart. Also anscheinend hier so um 75 die Ecke, da war es fast identisch, ne? Ach so, du hast das auch gerade vor dir. Ja, genau, da war es fast identisch. Das ist sogar der Wechselpunkt. Genau, ab 75 oder 80er, dann ändert sich das. Ab den 80ern sind die Frauen dann, die öfter Abi machen als die Männer. Ja, und das vergrößert sich halt der Abstand. Sehr interessant. Okay, wir schauen mal weiter, wie es jetzt um das Thema Abitur und Wahl bestellt ist oder Studium und Wahl. Frauen machen Karriere, sind finanziell unabhängig. Das verändert auch den Partnermarkt. Ist das so? Das betrifft dann die Männer, die im Bildungssystem nicht so erfolgreich sind. Die spüren es dann vielleicht nicht nur im Bildungssystem selbst, sondern auch in ihrem Privatleben. Dass sie vielleicht merken, auf dem Partnermarkt haben sie schlechtere Chancen. Und das ist wirklich was wir auch in den Daten sehen. Die Daten. Die wollen wirklich, dass wir das Fass Partnersuche aufmachen hier in diesen 8 Minuten. Ja, finde ich gut. Wir lassen es jetzt. Also ich muss sagen, ich finde den Beitrag bisher großartig, weil hier endlich mal Statistiken kommen und es werden verschiedene Sachen beleuchtet. Wir schauen uns mal die Statistik an, dann reden wir drüber. Ja. Zeigen, Männer mit niedrigem Bildungsstand bleiben öfter Single. War es etwa 1980 nur jeder Sechste, so ist inzwischen fast jeder Zweite von ihnen ohne Partnerin. Junge. Das ist krass. Also es ist auch klar, das liegt natürlich auch an, also man könnte sagen, der Bildungsgrad ist sicherlich ein Faktor. Könnte man sagen. Ich denke auch, das ist generell in der Gesellschaft, diese Versingelung. Das hat man ja, das ist ja so ein Thema, was schon immer die letzten Jahre aufkommt. Gerade mit den ganzen Dating-Plattformen und so. Die Leute sind halt, wie soll ich sagen, ein Stück weit entscheidungsunfreudiger geworden, weil du eben so viele Möglichkeiten hast, jemanden zu wählen. Hast du dann Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen und was zu verpassen und tust dich halt seltener binden. Also wir sind halt. Was besonders diabolisch ist, extrem, Du entscheidest dich dann für gar nichts und hast damit sozusagen am Ende des Tages eine schlechtere Wahl getroffen, als dich für irgendwas zu entscheiden. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Hart. Und klar, Männer mit niedrigem Bildungsgrad, die trifft es natürlich noch härter. Man muss ja dazu sagen, so eine Sache, ist das so eine Statistik, die wissen viele Leute nicht. Also das stimmt aber, auf 100 Mädchen werden immer 105 Jungen geboren. Früher hat sich das über die Jahre, wie die Mädchen und Jungen älter wurden, angeglichen, weil von den 105 Jungs sind halt die 5 überschüssigen Jungs oder mehr gestorben, weil die in Kriege gegangen sind oder was sich noch früher gejagt haben, keine Ahnung. Und dann hat das gepasst auf dem Partnermarkt. Und auch durch die Säuglingssterblichkeit und solche Geschichten. Aber da wir das heute ja alles nicht haben, wir haben aktuell keine Kriege, zum Glück. Wir haben gutes Medizinsystem, halbwegs gut. Wird halt auch einen Männerüberschuss produziert. Genau, haben wir sowieso schon einen Männerüberschuss. Und dann dazu kommt ja noch hinzu, dass wir halt viele Faktoren haben, die diesen Männerüberschuss noch erhöhen. Namentlich, vor allem, wir kommen wieder auf das Thema, die Migration. Ich meine, die Leute, die hier nach Deutschland ankommen, sind ja nun mal weit überwiegend Männer. Weit überwiegend. Ja, 90% plus, ja, um es mal nett auszudrücken. Ja. Und das sind natürlich dann mehr Konkurrenten auf dem Partnermarkt. Die Frauen haben dann mehr Auswahl. Und logisch, dann müssen halt ein paar Männer zurückbleiben. Und das sind dann nun mal die Männer mit niedrigerem Bildungsgrad. Weil Bildung und daraus abgeleitet ökonomischer Stand ist nun mal für Frauen ein wichtiger Faktor bei der Partnerwahl. Ja, zumal man mal sagen muss, die, die mit dem niedrigen Bildungsgrad, das sind ja auch die, die mit dem Migranten eher konkurrieren. Ja, weißt du, Die drei Michels und wie sie alle heißen. Da, auf jeden Fall, ja. Also die Jungs aus der Hauptschule werden eher um die Mandy konkurrieren, als die Jungs auf dem Gymnasium oder später im Studium, klar. Ja, also die müssen es zwar auch, aber wirklich abgestuft hochziehen, ja. Und dann kommt halt noch hinzu, Frauen versuchen immer, sich eine bessere Partie zu angeln, als sie selbst sind. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja. Ja. Und ja, wenn du als Frau halt schon sehr schlau bist, dann nimmst du halt nicht den Dorftrottel, in aller Regel. Ja. Also sie sind hypergam, sagt man dazu. Also ah, okay, das war das Wort. Hm. Frauen wollen halt einen besseren Partner haben, einen höhergestellten, sag ich mal. Ja. Okay, wir machen weiter. Das ist sicher ein Faktor, der dann indirekt sich auch im Wahlverhalten zeigt. Denn das heißt, da ist eine Gruppe von jungen Männern, die dadurch natürlich empfänglicher sind für eine Politik, die, die generell eine Unzufriedenheit versucht abzugreifen und die vielleicht auch eine Nostalgie zurück in die Vergangenheit propagiert. Jetzt geht's los, jetzt geht's los und jetzt kommt der Grat. Darauf haben wir nur gewartet. Und hier biegt ihr meiner Meinung nach falsch ab, völlig falsch ab. Ich denke, das ist genau der falsche Erklärungsansatz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Großteil diese große Diskrepanz erklärt zwischen dem grünen Frauenbalken und dem AfD-Männerbalken, den wir vor uns gesehen haben. Ich denke, es ist tatsächlich eher thematisch bedingt. Die Art der Ansprache und auch die Themen. Und dass halt Frauen sozialer sind, also den fällt es auch schwerer, jetzt hart zu sein. Also jetzt zum Beispiel beim Thema Migration zu sagen, es gibt Leute, die hier nicht reinkommen oder die bestimmte Leistungen nicht erhalten dürfen. Das ist Frauen nun mal fremder. Und ja, es ist auch immer noch es ist ein gewisses Stigma auf dem AfD-Wählen drauf. Es wird sich ja an so vielen Ebenen wieder mal zu einfach gemacht. Also auch diese Unterstellung, dass die AfD jetzt diese Leute abfischt, ja gut, okay, klar, aber das könnte auch jede andere Partei machen, ne? Ist doch kein Problem, aber warum macht's denn keiner? Ja, ja. Die werden es uns jetzt erklären anhand vom Kra. Ich bin gespannt. Eine generelle Unzufriedenheit junger Männer abzugreifen. Das versuchte zuletzt der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Kra, mit diesem Video auf TikTok. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin. Echte Männer. Basiert! Ich bin jetzt sehr gespannt, was unser Berufsschulmensch hier dazu sagt. Ja. Ich liebe dieses Video. Bullshit. Warum? Das ist ein sehr altes Gedankengut, finde ich. Sehr, sehr alt, sehr veraltet mittlerweile. Aber kannst du dir vorstellen, dass das junge Männer anspricht, die das gut finden? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Warum? Es ist eine sehr präsente Person gewesen jetzt, die auch sehr präsent rüberkam und es hat eindeutig klare Aussagen gibt. So verhältst du dich, dann kriegst du eine Frau. Das ist ein Thema, was halt anzusprechen ist. Männer wollen eine Freundin haben. Ich sagte dir das Grund, wie geht das? Und fertig ist es. Jetzt hat er mich ein bisschen verloren. Ich glaube aber, er macht das wirklich auch so ein bisschen aus Selbstschutz hier. Vielleicht, ja. Ja, okay. Weißt du? Ich sag gar nichts weiter. Das ist halt das, was du im Obertonfenster noch sagen darfst. Also, er sieht halt aus wie Kra Junior, das ist ja das Schlimme. Nee, ja gut, jetzt mach ich's noch auf. Ich finde, er sieht aus wie jemand ganz anders. Ich finde, er sieht aus wie der Drachenlord. Ich meine, acht mal auf seine Zähne, wenn er den Mund aufmacht. Ja, hier, der abgebrochene Zahn. Da sieht er aus wie der Drachenlord. Oh, come on. Ja, okay. Sorry, der war tief. Nichts gegen dich damit. Es ist vielleicht ein bisschen Selbstschutz hier dabei. Ich weiß nicht, aber jetzt sehe ich nicht so, dass das irgendwie altes Gedankengut ist. Ich denke tatsächlich, der Kra hat da einen Punkt drauf. Einfach, es gehört dazu, zum Mann sein, manchmal hart zu sein und für sich einzustehen. Und das ist halt nun mal nichts, was links ist. Und einfach alles nachzuplappern, was irgendwie in linken Medien dir vorgebetet wird und was Jan Böhmermann oder Oliver Welke nachts vor 1000 Klatschaffen rauspult. Weißt du, das ist, da bist du irgendwie, da stehst du nicht für dich selbst ein. Also männlich ist für mich, seinen eigenen Weg zu gehen und diesen Widerständen zu trotzen. Widerständen. Ich denke, das ist ja auch der Grundvibe von diesem Video schlussendlich. Ne? Also jetzt diese einzelnen Sätze, das kann man ja gut oder schlecht finden. Ne? Alles kein Problem, aber die Grundaussage ist ja trotzdem, wie du schon sagtest, halt, steh zu dir, erkenne dich und trotze halt den Widrigkeiten. Ne? Ja, ja. Wie du das jetzt in Worte verpackst, sei mal dahingestellt. Er macht das halt sehr plakativ. Es ist Wahlkampf, also
aus seiner Sicht scheiß auf die Grünen, genau. Natürlich, ja. Logisch. Ja. Das macht die Grundaussage jetzt ja nicht anders. Ich meine, das Ding ist ja auch, ihr kennt ja alle sicherlich solche witzigen Meme-Bilder, wo es um irgendwelche Frauen geht, die sich Typen halten, die so, ja, so ein bisschen das Spielzeug sind, weißt du, also der gute beste Freund, und diese Leute rennen halt vielleicht jetzt mit bei Letzter Generation oder so, keine Ahnung, in der Hoffnung, da ein Mädel für sich begeistern zu können, aber am Ende landen die doch bei irgendeinem Chat. Ja, aber die Chance als Beischlaf, die zum Zug zu kommen, die gibt's halt trotzdem, weißt du? Ja, die Frage ist, ob das aber so von so viel Erfolg gekrönt ist. Ich würde sagen, evolutionär würde ich sagen, wahrscheinlich schon, sonst gäbe es diese Form von, ja, von Herangehensweise nicht mehr. Weißt du? Da sind wir uns vielleicht uneins, ja. Aber gut, unabhängig davon, wie realistisch ab, das ist. Ja, ja. Es wird auf jeden Fall Männer geben, die sich das erhoffen. Gut, du hast recht, wir driften ab. Lass uns mal weiterschauen. Wir sind schon bei über einer halben Stunde für dieses kurze Video, aber macht Spaß. Ich sagte jetzt nur, wie geht das? Und fertig ist es. In Buxtehude ist die AfD damit offenbar noch nicht so erfolgreich. Für den Politikberater Johannes Hilje ergibt die Strategie der Partei aber durchaus Sinn. Im Zuge von Modernisierungsprozessen haben junge Männer zum Teil eine Abwertung erfahren. Und das ist etwas, was auch die AfD ganz stark ausnutzt. Sie spricht junge Männer mit höchst intimen Botschaften an. Und das macht, glaube ich, gerade auch die AfD attraktiv für viele junge Männer in Deutschland. Ja. Warum tendieren Frauen? Also hier nochmal derselbe Take. Ja, die Männer sind abgehängt und wählen deshalb AfD. Also hier auch wieder, ja, das ist so ein typisches Ding. Warum wählen die Leute AfD? Ja, lass bloß nicht sagen, weil dass es da um die Themen geht. Nein, es müssen immer irgendwelche sekundären Gründe sein. Weißt du, am besten, die sind doof. Oder wie hier in dem Beispiel, sind abgehängt. Also aber dem würde ich missverstanden. Dem würde ich tatsächlich nicht widersprechen. Meinst du? Also echt? Es ist natürlich, wie du schon sagst, so ein sekundär Kriegsschauplatz. Aber über die Zeit würde ich behaupten, was haben denn Männer in den letzten Jahrzehnten an Privilegien bekommen und was haben sie an Aufgaben bekommen? Und vergleich das mal mit Frauen. Ja, weißt natürlich. Also irgendwelche komischen Quoten und so. Okay, ich sehe das alles ein. Ja, Moment. Ja. Aber inwiefern würde die AfD was daran ändern oder will die was daran ändern? Ich glaube, Quoten gibt es bei der AfD überhaupt nicht. Ja, okay, das sehe ich ein, klar. Solche Quotenregelungen lehnen die ab, logisch. Aber jetzt zum Beispiel dieses Thema traditionelles Familienbild, klar, das wird von... Also die Familie soll ja gefüttert werden, die traditionelle Familie. Ja, wird von denen eher präferiert, aber ich denke jetzt trotzdem nicht, nur weil jetzt die AfD irgendwie am Start wäre, dass sich das so wahnsinnig umkehren würde und dass die Leute, ich glaube auch, oder noch wichtiger, ich glaube nicht, dass die Leute, die AfD wählen, das erwarten. Wisst ihr, dass die AfD wählen, weil sie denken, ja, ich will wieder, dass die Familien traditioneller werden, oder ich erwarte mir das, wenn ich die AfD wähle, dann wird das so. Wisst ihr, ich denke, es geht eher doch trotzdem am Ende irgendwie um so ganz normale politische Fragen, wie halt Migration oder Steuergelder, die irgendwo hingepulvert werden. Aber man muss ja auch sich dahingehend wahrscheinlich mal ehrlich machen, zu sagen, diese ganzen anderen Verwerfungen, die wir haben, siehe Rente und so, die wären auch ohne Migration gekommen. Eben weil Stichwort Geburtenraten. Also das ist ja kein, jetzt schlussendlich, es ist doch ein Hauptkriegsschauplatz, Migration hin oder her. Und ja, also die AfD kann jetzt natürlich nicht all in gehen mit so einer Sache wie, bevor du nicht irgendwie zwei Kinder gezeugt hast, hast du kein Wahlrecht oder sowas, weißt du? Ja. Oder anders, für die Männer dann, solange wie du nicht im Krieg warst oder gedient hast, zumindest in der Armee, hast du kein Wahlrecht. Das kannst du nicht bringen. Also, wenn du sowas meinst, bringen willst, müsstest du erst dafür sorgen, dass sich diese Ansicht in der Gesellschaft etabliert irgendwie, dass das schon gerecht wäre, erst wenn du was für das Land geleistet hast. Darfst du das auch irgendwie verändern wollen oder irgendwie so. Also das gibt es ja schon in der Welt oder gab es auch schon in der Welt. Aber im Moment, im jetzigen politischen Klima, kannst du mit so einer Forderung, da kannst du ja auch gleich die Partei auflösen. Ne? Ist klar. Ich merke gerade, wir schweifen wieder ab. Ja, das ist egal. Das ist egal. Also ja, deswegen ist diese Partei doch schlussendlich für Männer attraktiv an der Stelle. Okay. Ich sehe das schon ein Stück weit einen Punkt.
Ja, du weißt, wie ich es meine. Ich finde, das ist halt immer wie so nach unten treten in Richtung AfD-Wähler, weißt du? Immer ja, dieses abgehängte Argument, das mag ich einfach nicht so. Ja, du bist auch als Akademiker durch die Quote abgehängt, weißt du? Okay. Wenn du es so meinst, von mir aus, ja, okay. Na gut, wir machen mal weiter. Frauen dann eher zu linken Parteien. Carolina Klaus ist der Prototyp der jungen progressiven Frau. Gut ausgebildet, ungebunden, unabhängig. Für sie ist... Und sie ist verdammt glücklich. Ja, sie ist so glücklich in ihrer kleinen Bude dort in der Stadt. Wow, ohne jetzt Kind. Jetzt arbeite bitte für deinen Chef die nächsten 45 Jahre durch, ohne ein Kind zu kriegen, damit du immer schön arbeiten kannst. Und dann schreibt der Chef dir was Schönes auf den Grabstein oder irgend sowas. Da kannst du dann am Sterbebett erzählen, was für tolle Excel-Tabellen du gebaut hast. Mhm. Mit VWA. Und das wird dich erfüllt haben. Es ist alternativlos, sich politisch links zu positionieren. Ich glaube, dieser Blick zurück, wenn ich irgendwie schaue, wie hat meine Mutter gelebt, wie hat meine Großmutter gelebt, so, sowohl familiär als auch beruflich, so, das möchte ich nicht. Ich glaube, junge Frauen möchten auf alle Fälle verhindern, dass sie wieder weniger... Also war deine Mutter und deine Großmutter unglücklich? Also ist ja möglich, weißt du? Kann ja sein, weißt du, dass sie hier irgendwie misshandelt worden sind oder in den Wirren des Krieges dann missbraucht worden sind, was weiß ich, ne? Aber... wäre jetzt schon irgendwie mal schöner zu hören, warum genau das jetzt nicht ihr Weltbild ist, weißt du? Mhm. Dass sie Kinder gehabt hat, ja. Und? Ist das schlimm? Also. Nee, klar. Also ich würde auch bezweifeln, dass die so unglücklich waren. Also gut, ich kenne die Frauen nicht, aber ich meine jetzt generell die Frauen, dass die Frauen früher unglücklich her waren in der Masse. Also ich denke eher, dass das moderne Leben die Frauen häufiger unglücklich macht. Halt genau das, was wir gerade eben thematisiert haben. Dieses nur für die Arbeit leben, keine Familie haben. Das ist halt, weiß nicht, nichts, was dich erfüllt. Und ich denke, gerade als Frau erfüllt dich das nicht sonderlich. Also es gibt ja zumindest zu dem Letzteren gibt es ja schon irgendwie Statistiken. Also es gibt noch keine Statistik, ob die Moderne die Frau, also die jetzige Moderne, die Frau glücklich gemacht hat. Aber es gibt sehr wohl Statistiken, die besagen, dass halt, wenn du Mutter wirst, du dich halt glücklicher fühlst oder dass du zufriedener bist. Und das ist über Kulturräume hinweg messbar. Richtig. Und die linke Politik, ich meine, die arbeitet ja aktiv dagegen. Also, wenn es nach denen geht, werden ja immer weniger Frauen Mütter. Ja. Rechte haben, dass sie weniger die Dinge tun können, die sie machen. Hilje glaubt, wenn junge Männer jetzt häufiger weit rechts wählen... Ich muss noch mal kurz hier Pause machen, bevor es weitergeht. Ja, das ist auch hier so ein typisches Ding an der Doku, wenn ich mir noch mal hier die Frau betrachte. Also nicht, es geht jetzt mir jetzt gar nicht um die einzelne Frau hier, aber in der Auswahl der Leute, du hast halt einen Typen, der grob vielleicht Mitte rechts zentiert und halt die linke Frau. Aber du hast halt keinen dezidiert rechten Mann hier. Das vermisse ich. Ja, gut. Weißt du? Das wird doch nie passieren. Ja. Ich wünsche mir zu viel, ich merke schon. Dass sie weniger die Dinge tun können, die sie machen. Hilje glaubt, wenn junge Männer jetzt häufiger weit rechts wählen, dann geht es ihnen auch darum, Kontrolle zurückzugewinnen. Und andersherum? Wenn junge Frauen sich heute eher zu Parteien Mitte-Links orientieren, dann ist das auch eine Reaktion darauf, dass die Emanzipationsfrage wieder auf der politischen Agenda steht, dadurch, dass sie rechte und rechtspopulistische Parteien dorthin gebracht haben. Junge Frauen sehen sich in ihren Rechten bedroht, die über die letzten Jahre und Jahrzehnte errungen wurden. Und deshalb positionieren sie sich zu den Parteien, bei denen sie am ehesten glauben, dass die für ihre Rechte streiten. Und das halte ich jetzt... Genau das ist so ein Bullshit-Punkt, Arti, auf den es meiner Meinung nach hinausläuft, was ich vorhin meinte mit diesem Abgehängten. Jetzt hat das ja noch perverser formuliert, also noch verrückter gemacht. Die AfD würde irgendwie Frauenrechte wegnehmen wollen. Was sollen denn das für Rechte sein, ganz konkret? Geht es darum, sein Kind zu töten? Oder um was über was für Rechte reden wir hier? Ich verstehe es auch nicht. Also wahrscheinlich geht es darum, dass er meint, mit einer rechten Regierung müsste die Frau wieder an den Herd zurück. Angekettet. Ja, irgendwie und so. Und genau das sehe ich halt einfach nicht. Ich meine, in einer Partei, die von einer Frau geführt wird. Ja, die flüchtet ja dann in die Schweiz. Weißt du? Lächerlich. Das ist einfach ein lächerlicher, schwacher Punkt. Ja. So, jetzt haben wir hier nochmal irgendein Graffiti, was so zufällig eingeblendet wird, an dem steht das Patriarchat zerficken. Warum auch immer das hier gezeigt wird. Okay. Aber schön, dass der Krankenwagen gleich daneben steht. Wo wir das bezeichnen.
der politische Gender Gap. Im Kern auch eine Machtfrage. Denn die neue Unabhängigkeit von Frauen gefällt nicht allen. Deshalb könnte... Was ist denn die neue Unabhängigkeit? Wollt ihr mich verarschen? Also Frauen sind seit den 90ern spätestens, wahrscheinlich eher noch eher unabhängig, wenn sie wollen. Also welches Recht haben die denn nicht? Also was gab es denn in den letzten 30 Jahren? Ja, ja. Also es können Männer zu Frauen werden. Das ist ein neues Recht, aber sonst. Ja, und das sehen wir ja kritisch, weil es am Schluss doch eher die Frauen fickt. Aber ja. Gut, sei es drum. Ich weiß es nicht. Also ja, es ist Abtreibungsgeschichten. Oder jetzt so wahrscheinlich läuft es auf sowas hinaus, ja. Es ist einfach für mich ein sehr dünnes Argument. Ja, aber es hat den schönen Namen, was war es, politischer Gap oder wie war es? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ich mit will Gap. Jetzt einfach nur noch die letzten 10 Sekunden über mich ergehen lassen. Und diesen schrecklichen Beitrag. Hör uns nochmal den letzten Käse an. Die politische Kluft zwischen jungen Männern und Frauen wohl noch weiter wachsen. Ja, okay. Gut. Also ich fand ihn gar nicht so schrecklich. Also, weil du meintest hier, die legitime rechte Position fehlt. Also dieser Berufsschüler da, ich würde sagen, das war das Rechteste, was du senden kannst. Im ÖAR. Als Position. Und die Mitte war dann dieser Professorentyp da, der das versucht irgendwie hat zu vermitteln und einzuordnen. Naja. Ja, du hast ja recht. Es gab keine richtig harte Linksextreme diesmal. Ja, das stimmt, du hast ja recht. Und wenn ich die letzten 45 Minuten, die wir gequatscht haben, nochmal Revue passieren lasse, es war ja unterhaltsam, der Beitrag, dass immerhin für mich am Anfang genau die richtigen Punkte aufgemacht wurden, dass man halt einfach mal schöne Statistiken gezeigt hat jetzt. Zum Beispiel, oder das Thema Abiturientenquote aufgemacht hat und Anteil der Bildung, Männer, Frauen, all solche Themen. Also von daher, ja, du hast recht, der Beitrag war schon im Großen und Ganzen gut. Und da muss ich den Rosentreter, schöner Name übrigens, den muss ich mal loben für die Grafiken da. Da wird er ja gerade eingeblendet. Okay. Und sie waren ja nicht mal so ganz kurz bloß im Bild, weißt du? Wie das bei den anderen Reportagen ist, wo irgend so eine Grafik mal für so eine halbe Millisekunde ins Bild fliegt. Ja, ich weiß, was du meinst. Als Gotcha-Moment so, ja. Genau. Das war ja schon schön gemacht, ja. Und wenn es Statistiken sind, dann sind nicht mal die Achsen richtig beschriftet. Du kannst überhaupt keine Zahl gescheit ablesen, ja. Weil jede Orientierung fehlt. Ja, das stimmt, das war hier schon ganz okay. Gut, naja, da haben wir doch was Schönes aus den 8 Minuten rausgeholt. Ja, liebe Leute, was sagt ihr? Woran liegt es, dass Männer so wählen und Frauen so wählen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns. Hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut.